Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Wir haben unsere Skin ein bisschen geändert und jetzt hier legendäre Ausrüstung an, Vorbestellerbonus. Und ich hoffe, euch gefällt's. Deswegen lasst mir ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Wir legen wie immer direkt los. Das ist Hogwarts Legacy auf der PS5 mit mir, dem Dennis. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Das ist ihm aber früh ich konnte die aufgefallen. Verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Ja, und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Hinweis. Wir müssen uns eigentlich auch erstmal bei Sebastian nochmal bedanken, weil der uns nämlich in der letzten Folge nicht verraten hat, obwohl sie ihn voll in die Enge getrieben haben. Und ja, ihr kriegt am Ende von mir natürlich wieder einen Hinweis. Und einen neuen Schulchampion zu finden. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungsgruppe ja steht cool. Weiter zur Verfügung. Okay, das ist ja cool. Triff mich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Wir haben Nachrichten bekommen. Das ist ja cool. Nettie hat uns eine Eulenpost geschickt. Okay. Krass. Das ist richtig cool. Ha! Weltkarte. Dies ist die Weltkarte. Der Großteil der Karte ist von Nebel bedeckt, weil wir da noch nicht genügend entdeckt haben. Dörfer und kleine Gemeinden sind überall auf der Welt. Dies ist das Dorf Lower Hogsfield. Da gibt es gute Handel. Okay. Okay.
Also wir sollen dann auf jeden Fall... Die Professorin Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Okay, alles klar. Also wir haben jetzt echt einiges zu tun. An Haupt- und an Nebenaufgaben. Die werden wir auch auf jeden Fall machen. Ich möchte auf jeden Fall bessere Angriffs- und Verteidigungszauber lernen. Ich möchte auf jeden Fall einiges da nochmal mitnehmen. Jetzt ist halt nur die Frage, die Nebenmission mit unseren Freunden, die würde ich eigentlich auch ganz gerne mal spielen. Womit sollen wir nur anfangen? Na dann, erstmal nach unten. Okay. Ich glaube, wir müssen so eine Aufgabe erst auswählen. Karte. Und Aufträge. Ich gehe direkt auf Aufträge. Ich will eine Runde gekreuzte Stäbe auf jeden Fall erstmal spielen. Also lass uns in die Karte gucken. Okay, cool. Dafür müssen wir hier hoch, ne? Okay, perfekt. Wie können wir da am besten hinreisen? Hier gibt es eine Schnellreise. Okay, top. Das ist cool. Boah, jetzt können wir so langsam wirklich echt viel in der Welt erledigen und so. Also da müssen wir jetzt dann bald ja, uns wirklich Gedanken machen. Hallo Lucien, ich würde gerne mit der Übungsgruppe trainieren. Nee, wir wollen die Finalrunde beginnen. Hallo Lucien, kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Nice. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Nee, Mann. Wir machen das alleine. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. No risk, no fun. Das ist mein Motto, diesen Baby. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Okay, zu viert. Holy shit, Meisterschaftsrunde. Durchbrich rote Schilde mit Schadenszauber, wie dem Feuerzauber in Sendio. Okay. Let's go. Ich visiere erstmal einen an. Okay, ich mach einen nach dem anderen Platz. Nein, ich wurde besiegt. Oh shit. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich nochmal verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, natürlich, nochmal. Ja, ich bin bereit. Sehr shit, schön. Ich habe nicht aufgepasst. Viel Glück da draußen. Shit, ich habe echt nicht aufgepasst. Heilige Nille. Brenne, Bitch. Ah, ich brenne auch. Ah, nein, schon wieder besiegt worden. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe auch das Gefühl, ich habe schon wieder zu viel Auswahl in den einzelnen Angriffen. Let's go. Ich mache mal hauptsächlich jetzt nur den Standardangriff und kontere jetzt einfach. Okay, 4 gegen 1. Let's go. Jawohl, machen wir den auch gleich noch platt.
Fang. Bitch. Incendio. Ach hier. Ja, da komme ich nicht durch. Kann ich irgendwas schweben lassen? Come on. Komm nicht durch. Problem ist, ich habe den falschen Zauber, glaube ich. Nee, ich komme nicht durch. Ich glaube, ich muss eine andere Ding nehmen. Eine andere Fähigkeit. Aber nee, das stimmt schon. Oh, das ist ein Bug gerade. Ich glaube, das ist ein Bug. Shit. Können wir den neu starten, den Kampf? Oh, scheiße. Sau ärgerlich. Ich kann ihn mit einem Levioso nicht treffen. Ah, jetzt aber. Perfekt. Hei, 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 hei. Okay, alles klar. Geht doch. Man muss es nur oft genug machen. Du hast das Turnier gewonnen. Ja, ich bin noch nicht fertig. Das war noch gar nichts. Ich fange gerade erst an. Wenn die besten Duellanten der Schule nicht gut genug waren, solltest du vielleicht überlegen, nach Durmstrang zu wechseln. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Geil. Danke. Danke. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Alright, Mission abgeschlossen. Geil. Du bist unschlagbar, was? Gegen einen Neuling verloren? Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Okay. Ihr habt eher wohl nochmal Glück gehabt, dass ich euch nicht alle sofort platt gemacht habe. Freunde der Sonne. Gucken wir mal auf die Karte. Und ich würde sagen, es gibt da ja noch so eine Nebenmission. Professor Hekats Aufgabe machen wir auf jeden Fall noch weiter. So. Dann müssen wir hier hin. Dann können wir hier hin schnell reisen. Das haben wir anscheinend noch nicht erkundet. Okay, dann müssen wir das erst erkunden. Lasst uns zu Professor Hekat gehen und da die nächste Mission mitnehmen. Das sieht so cool aus, wenn ich das drücke. Bewegen die sich hier. Ist voll schön gemacht. Guckt euch das mal an. Ha, echt nice. So, warum ist denn das jetzt nicht ausgewählt hier? Komm, verfolgen. Let's go.
So. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es auch. Meine großen Brüder kamen alle nach Raven. Müssen noch runter. Auf zum Kräuterkundeunterricht. Rivelium. Das ist echt schön gemacht, das Game. So. Gewächshausort haben wir entdeckt. Kann ich da noch, genau, Diptamblätter auf jeden Fall looten. Let's go. Guten Morgen, Professor Garlic. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier, die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle... Packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Oh mein Gott. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Das ist ja freaky. Geil. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Sehr toll. Sehr, sehr toll. Werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können an... Man sollte annehmen, Professor Garlic wäre vorsichtiger mit ihren Alraunen. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Okay, das heißt, wir können da quasi Ressourcen dann immer herstellen. Sehr gut. Professor Fig scheint ja so gut wie nie in seinem Klassenraum zu sein. Sehr seltsam. Okay, da können wir die Diptam-Dinger reinpacken. Bereit in 10 Minuten. Mega. Gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können.
Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Okay, alles klar. Dann treffen wir uns jetzt mit dem Dude. Und Hallo. Dann würde ich sagen... Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Kriegt ihr von mir jetzt einmal noch die Fun-Fact-Info zu Harry Potter. Er ist gleich die Treppe da hoch. Und aber zwar gab es bei Harry Potter ja diesen, so eine Art blauen Trabi, ne? Also dieses Auto, das in den peitschenden Weiden in Harry Potter und die Kammer des Schreckens hängen geblieben ist. Und um das möglichst realistisch darzustellen, wurden 14 Ford Anglias zerstört. Das ist das Auto, so heißt das. Ford Anglias. 14 Stück wurden nur alleine für diese Szene genutzt. Gut, meine Lieben, lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.